Ich meine, ich fange einfach mal mit den ersten Fragen an. Ich muss ganz kurz noch eine Sache loswerden, bevor wir loslegen. Die Zahlen von gestern, die Zahlen von heute sind unglaublich. So viele neue Leute aus neuen Ländern, so viele neue Klicks jetzt schon auf der Webseite. Also das, was wir hier tun, ist jetzt schon super. Gebt uns aber jetzt mal wirklich noch einen Monat Zeit mit Marketing. Überlegt euch auch, welchen Beitrag ihr leisten könnt, Verbesserungen und Optimierungen, ja, und dann kann ich mir wirklich vorstellen, dass, wie gesagt, das 100.000 Member-Ziel leicht knackbar ist und sowas. Aber kommen wir jetzt mal wirklich zu dem Highlight, beziehungsweise kommen wir wirklich zu, vielleicht mal zuerst zu den Basics von unserem Highlight. Gibt es ja bei SocialSwap.io jetzt eine neue Frontseite. Das Feedback war hier ausnahmslos phänomenal. Daniel, man stickt ja auch viele neue heftige Wörter, da werden wir gleich ein bisschen drüber reden, oder? Stop Loss sieht man hier, Root, man sieht hier, ja, Ja, Launch Gap. wir haben es einfach an den Aggregator angepasst, weil natürlich die Infos von der alten Seite nicht mehr ganz zeitgemäß gewesen wären. Deswegen ein kleines Upgrade da. Das ist quasi die Frontseite von unserer Decentralized Application. Es ist grundsätzlich sehr, sehr einfach zu verstehen. Diese Funktion hat sich soweit nicht geändert, wobei wir nochmal eine Simple Mode haben, wo wirklich die Steps sehr, sehr einfach sind. Ich habe einen Betrag, ich will das haben und ich swappe einfach in dem Fall. Aber hier mal den Simple Mode, den kannte man ja schon davor mit Swap. Aber wie du es gerade richtig gesagt hast, sind einmal mal mehr Coins auf alle Fälle im Simple Mode. Ja, man kann ja auch mal mehr tauschen. Da sind quasi unsere derzeit gelisteten Token drauf. Die werden auch laufend erweitert. Das heißt, es sind natürlich jetzt die wichtigsten drauf, die am meisten verwendet werden. Dann haben wir unser Baby, unseren Classic-Mode mehr oder weniger, wo wir haben einen neuen Chart, wo wir haben das neue Feld, wo wir haben das Routing, wo wir noch ein bisschen später drauf zu sprechen kommen, wo wir auch die Limit-Order-Funktion haben. Aber jetzt vielleicht mal das neue Meisterwerk, nicht eine Market Order, sondern eine Limit Order. Magst du vielleicht mal ganz kurz den Unterschied erklären? Auch wenn man eben auf Limit klickt, was passiert dann? Damit sind wir ja wirklich mit dieser Funktion die einzigen auf der Tron Blockchain, die das machen und dann halt auch noch so in dieser genialen Form. Magst du es mal ganz kurz erklären, was da jetzt Vielleicht, passiert? was ist der Unterschied zwischen einer Market und einer Limit Order? Eine Market Order führt, wir sind dezentral in Echtzeit zum aktuellen Preis die gewünschte Transaktion aus. Limit Order gab es auf Tron bisher noch nicht. Es ist quasi ein dezentrales Orderbuch, wo du als User einen gewünschten Preis eingeben kann. Ja, Als Beispiel, ja. gehen wir einfach mal was ein, würde ich sagen. Ich sage mal, ich gehe jetzt 10 Tage lang in den Urlaub und kann mir vorstellen, dass in den 10 Tagen SSD auf 10 Cent fällt. Dann kann ich eine Buy-Order bei 10 Cent eingeben und dann, wenn Genau. der SSD wirklich darunter fallen würde, würde die automatisch, auch wenn ich gar nicht vor dem Computer, am Handy oder sonst wo bin, ausgeführt werden. Und ich freue mich, dass ich zu diesem Preis eingekauft habe. Und ganz wichtig auch hier, Daniel, der Hinweis, du hast jetzt deine 10 eingegeben, ja, weil wenn man nochmal nach unten guckt, da stehen dann die Daten, die quasi relevant sind. Weil aktuell, wenn du jetzt nochmal den aktuellen Preis nimmst, das sind ja, ich glaube, für 1 Dollar bekommt man 8, irgendwas SST. Aber du sagst, ich möchte gern für 1 Dollar 10 SST. Und wenn du da oben bei Price eine 10 eingibst, siehst du unten in dem Feld, ein SST kostet so und so viel. Und genau da haben wir das Beispiel, ja, wenn wir jetzt 11 Dollar eingeben, dann wäre ein SST quasi 0,09. Das heißt, wenn du da eine 11 drin stehen hast, würde diese Order gefüllt werden, wenn der Preis auf 9 Cent geht. Genau. Könnte aber auch sein, dass der Preis dann niemals hingeht und das wird niemals erfüllt, weil du hier auch eine zeitliche Grenze setzt, Daniel, in dem Fall von 30 Tagen. Man kann natürlich jetzt sagen, jetzt hast du diese Orders dort gesetzt und jetzt fragt man sich natürlich, wo sehe ich, wer wann welche Order gesetzt hat. Ja, das können wir nämlich da sehen unter All Genau. Active Orders, wenn du mal draufklickst. Das ist ein Und ja. Ja, nur zu. Ja, da siehst du halt jetzt die kleine Übersicht und wenn man runterscrollt und auf dem View More Button klickt, dann kommen alle Limit Orders, die da sind. Ja,
und man kann da jetzt quasi Übersicht haben. Und das ist, also ich glaube auch, dass dieser Use Case, er muss natürlich jetzt in der Tron-Community ankommen und das ist natürlich jetzt die Aufgabe für die nächsten Tage, Wochen und Monate für uns alle, das einfach grundsätzlich bekannt zu machen, international, weil das ist einfach ein Service, unabhängig von unserem Staking, unabhängig von unserem SST-Token, ein Service, der einfach gut ist für die Tron-Blockchain und hier natürlich dann die User anziehen kann. Also ich glaube, wenn das mal die Runde macht, können wir da einiges an Volumen erwarten, ja, und wir werden natürlich laufend daran arbeiten, weil du bekommst ja nicht nur die Möglichkeit, Limit-Orders zu setzen, sondern du bekommst einen Refund der Fees, ja, du siehst ja oben einen neuen Menüpunkt, Daniel, kannst du mal draufklicken, zum Beispiel auf den Transaction Fee Refund in der Mitte, genau. Ja, das ist quasi unser neuer Staking-Kontrakt. Ja? Da werden wir noch viel mehr Infos zu der ganzen Refund-Thematik hinpacken, weil auch einige Fragen aufkamen. Wie läuft es ab, wann bekomme ich den Refund etc. Es ist grundsätzlich, der Ablauf grundsätzlich ist so, ich mache eine Transaktion, ich stake meine Token, ich mache eine Transaktion, ich mache noch eine Transaktion und am 1. jeden Monats liest quasi das System die ganzen Transaktionen, die ein User gemacht hat, der gestaked ist, aus, rechnet dann zu dem Zeitpunkt, wo er die Transaktion gemacht hat, okay, er hat jetzt Hausnummer 30 Tron mit dieser Transaktion verbrannt. Er bekommt jetzt für diese 30 Tron den Gegenwert in SST zurück, die diese 30 Tron zu dem Zeitpunkt der Transaktion hatten. So. Also einmal im Monat wird diese Berechnung durchgeführt, genau. Rückwirkend auf alle Transaktionen, alle Swaps, die du gemacht hast. Dann kommt dein Ergebnis raus, du hast bei 30 Transaktionen 1.000 Tron an Fees gehabt. Du hast jetzt 10% Refund oder 25% Fee Refund oder 100% Refund und bekommst dementsprechend die SST gut geschrieben. Ja, das sieht man dann oben rechts im Menü, wenn man da genau, einfach mal drauf. Genau, die werden dann hier angezeigt, sind dann jederzeit claimbar und ist frei darüber verfügbar. Ja. Also man muss die manuell dann einfach claimen. Die werden einmal im Monat ausgelesen, ob du die direkt am ersten Tag claimst, 10 Tage später oder auch erst im zweiten Monat, das spielt keine Rolle. Voraussetzung dafür, dass man es den Refund bekommt, ist, dass man natürlich das gesamte Monat im Staking drinnen ist. Das heißt, wenn ich am 10. März eine Trade mache, ich bin gestaked, am 20. rausgehe, dann falle ich natürlich raus aus der ganzen Geschichte. Ja, das ist dann halt quasi ein ganz wichtiger Punkt, wo ich heute auch mit Evan Lutra im Twitter Live drüber gesprochen habe. Denn da ist etwas, ja, wir haben jetzt dieses Produkt entwickelt und man spart jetzt ein paar Dollar an Gebühren, ja. Ist natürlich jetzt noch nicht so die Welt, aber denkt mal in die Zukunft. Und was glaubt ihr, was passiert mit den Gebühren, wenn der Tron bei einem Dollar steht oder bei $5 irgendwann mal in der Zukunft, dann kostet der Swap nicht mehr 1, 2, 3 Dollar, dann kostet der Swap vielleicht 10, 20, 30 oder auch $100 und dann könnt ihr quasi in weiser Voraussicht heute für kleines Geld, 25.000 SST, da würdet ihr einen 100% Fee-Refund bekommen. Die APY, die ihr auch noch bekommt in diesem Staking-Contract für die Fees, die verdient euch nochmal mehr SST. Die wird nicht so hoch sein dann letztendlich, aber trotzdem, da gibt es auch nochmal Rewards. Aber jetzt habt ihr diese 100% Fee-Refund und im Moment macht das jetzt keinen riesengroßen Unterschied in deiner Tasche. Aber was ist, wenn der Tron auf dem Dollar ist? Was ist, wenn der auf dem $5 ist? Aber für diejenigen, für die das jetzt gerade ein bisschen viel Information ist, es gibt mehr Videos, das ist die erste Gelegenheit, dass wir darüber sprechen können. Wir sprechen 2 Tage früher als geplant darüber. Und es kommen noch viele Infos. Alles wird über die nächsten Tage Sinn machen. Denkt mal zurück, wie ihr vor SSD vielleicht nicht Ahnung hattet von einer dezentralen Wallet, von den 12 Wörtern und so weiter. Heute ist es alles leicht für euch. Claimen, staken, unstaken. So wird es auch in ein paar Wochen für euch leicht sein, eine Sell-Order zu haben, eine Buy-Order zu haben, ja, bisschen zu traden und so weiter, ein paar Orders aufzukaufen. Ja. Heute noch ein bisschen viel Information. Und nach welchen Kriterien richtet sich das Aufnehmen von neuen Coins? Hatte gedacht, dass alle Coins handelbar wären. Also man muss immer sagen, wir sind mit unserer dezentralen Exchange auf der Tron-Blockchain, wir listen natürlich Tokens und Coins, die auf der Tron-Blockchain relevant sind. Da muss es eine andere Exchange geben, die Liquidität in diesem Handelsbar zur Verfügung stellt. Und dann bedienen wir uns eben über das ganze Netzwerk, über das Routing, da kann der Daniel vielleicht noch was Technisches dazu sagen, darüber. Aber wir können jetzt nicht einfach irgendein Coin, den es auf der Tron-Blockchain nicht gibt oder keine Relevanz auf der Tron-Blockchain hat, ja, einfach hier drauf listen. Aber alle wichtigen Dinge auf der Tron-Blockchain, die handelbar sind, sind jetzt bei uns handelbar mit diesen Orders, wie wir es gerade gezeigt haben. Deswegen bin ich ja so
extrem überzeugt davon, dass wir dieses Jahr riesig werden, dass wir früher oder später Millionen von Nutzer haben werden, ja? Leute, die täglich auf die Webseite kommen werden. Um dann Gebühren zu sparen, werden sie ein paar von unseren Tokens kaufen. Die Tokens sind für uns viel günstiger, sage ich mal, als wie die Autocompound und SSD-Tokens, weil die haben ja sehr hohe Bonusausschüttungen. Hier hat man die Tokens ja primär, um Gebühren zurückzuverdienen. Ja?